Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir feiern heute den Gedenktag des heiligen Kirchenlehrers Zürich von Jerusalem. Er war mehr als die Hälfte seiner Zeit im 4. Jahrhundert als Bischof in Jerusalem in Verbannung, weil er sich gegen den Arianismus eingesetzt hat und hat schwere Verfolgungen erlitten. Von ihm sind besonders überliefert viele Katechesen, die er gehalten hat, den Taufbewerbern vor und nach der Taufe, wie sie die Taufliturgie und den christlichen Glauben besser verstehen haben können. Und das ist bis heute ganz wichtig. Die Taufe, das Sakrament, aus dem wir alle leben, in dem wir neu geschaffen worden sind. Und diesen Bund Gottes mit uns, den sollen wir jeden Tag erneuern, uns dessen bewusst werden und sagen, ja, Vater, du hast mich als dein Kind an dein Herz gezogen. Ich möchte aus der Kraft leben, die du mir gibst, damit ich mich wirklich als dein Kind bewerbe. Jeden Tag erneuern wir diesen Bund Gottes mit uns, wenn wir die Heilige Messe feiern. Und deshalb beginnen wir auch mit dem Schuldbekenntnis. Bitte den Herrn, dass er uns seine Gnade schenken möge. So beten wir. Ich bekenne Gott den Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu bitten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Nimm von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Gott, du Quelle der Wahrheit, durch den heiligen Bischof Cyril von Jerusalem hast du deine Kirche gelehrt. Höre auf seine Fürsprache und hilf uns, deinen Sohn Jesus Christus zu erkennen und in ihm die Fülle des Lebens zu finden, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.